Bill und Tom Kaulitz, Bestechungsskandal bei The Voice. Tore Schölermann deckt auf. Ganz schön clever. Bill und Tom Kaulitz bestechen das Publikum, um bei The Voice of Germany die besten Talente abzustauben. Der Coach-Fight bei The Voice of Germany ist eröffnet. Besonders Bill und Tom Kaulitz geben alles, um die besten Talente in ihr Team zu locken. Dabei greifen sie auf kreative Bestechungsversuche zurück. Tore Schölermann deckt den Bestechungsskandal auf. Während Shirin David, Ronan Keating und Giovanni Zarella sich noch in den Garderoben auf die Blind-Auditions vorbereiteten, nutzten Bill und Tom die Gelegenheit, um das Publikum auf ihre Seite zu ziehen. Kurz vor der Aufzeichnung verteilten sie Fähnchen und T-Shirts mit Team Toll auf Drucken. Doch Moderator Tore Schölermann kam den beiden auf die Schliche. Was machen Tom und Bill im Studio vor der Sendung? Fragt er sich in einem kurzen Clip auf Instagram. Als er die Tokyo Hotel Zwillinge konfrontiert, antworten sie nur hektisch: Gar nichts. Wir haben nur geprobt. Wer's glaubt? Tore auf jeden Fall nicht. Bestechungsskandal bei The Voice of Germany, schreibt er zu dem witzigen Video in seiner Story. Tom und Bills Bestechungsversuche haben auf jeden Fall funktioniert. Als sich Opernsängerin Alina nach einem Vierer-Buzzer nicht entscheiden konnte, holten die Zuschauer plötzlich ihre Fähnchen raus und zogen sich das Team Toll-Shirt über. Dank der Aktion wählte sie tatsächlich für die beliebten Zwillinge als Coaches. Ich liebe es, wenn ein Plan aufgeht, freute sich Tom. Offene Münder bei den Kollegen. Damit hätten Shirin und Co. wohl nicht gerechnet. Mal sehen, was sich Bill und Tom als nächstes einfallen lassen. Langweilig wird es mit den beiden auf jeden Fall nicht.